Noch haben unsere Bauern ein paar Tage Zeit, doch sie warten sehnsüchtig darauf, hinaus zu können auf die Felder und mit den Arbeiten zur Pflege der Winterkulturen zu beginnen. Da ist ein Erfahrungsaustausch mit Kollegen gerade recht. In Prenzlau war gestern dazu Gelegenheit. Wolfram Otto und Ricardo Wittig. Bereits zum 7. Mal trafen sich am Dienstag Landwirte aus ganz Brandenburg in Prenzlau. Der Verein zur Förderung einer umweltschonenden Düngung hatte zum Brandenburger Düngetag eingeladen. Motto dieses Jahres: Wie kann eine wissenschaftlich fundierte Düngung zur Sicherung der Qualität von pflanzlichen Produkten beitragen? Wir beabsichtigen an und für sich, was die Frühjahrsbestellung anbetrifft, aber auch insgesamt für die neue Saison für uns, dass wir eben die Grundvoraussetzungen schaffen für eine vernünftige Düngung, die Dinge, die wir alle mal gelernt haben, wieder neu in Erinnerung bringen und natürlich auch den neuesten Stand hier hören. Prominente Fachexperten gaben den Bauern Tipps, wie durch gezielte Düngung die Qualität der Agrarprodukte im Sinne der Verbraucher verbessert werden kann. Staatssekretär Dietmar Schulze sprach zu den etwa 200 Gästen des Düngetages zu aktuellen Problemen der Bauern. Ja, die Situation ist natürlich kompliziert, insbesondere aus der Ernte des vergangenen Jahres. Das war ja ein sehr nasses Jahr. Es war ein nicht so erfolgreiches Jahr, auch was die Preise anbetrifft und die Qualitäten in vielen Bereichen. Insofern ist die Lage angespannt, aber wie man so sagt, in der Landwirtschaft natürlich auch nicht hoffnungslos. Der Staatssekretär ging auch auf mögliche Belastungen der Agrarpolitik durch die EU-Erweiterung ein. Na, das Wesentliche ist, dass Herr Fischler eine Entkopplung der Direktzahlungen für die Landwirte vorsieht. Das heißt, die Landwirte sollen keine Flächen- und Tierprämien mehr bekommen, sondern auf dem Betrieb liegende Zahlungen, die auf bestimmten Referenzjahren beruhen und dann fortgeschrieben werden und ab 2006 degressiv gestaltet werden, weil wir wissen ja, alle 10 kommen dazu. Das Geld ist gedeckelt durch die Beschlüsse von den Regierungschefs im Herbst, also die 46 Milliarden Euro und dann die 48 Milliarden Euro. Und wenn 10 dazukommen, ist das Geld auf viele zu verteilen. Und das wird das Spannungsfeld sein, in dem dieses Jahr sich die Politik befindet. Wie in jedem Jahr waren die Hinweise des Leiters der Forschungsstation für Landwirtschaft in Dedelow besonders gefragt. In den vergangenen Jahren hatte Professor Günther Kühn diese Tipps gegeben. Er ist inzwischen in den Ruhestand gegangen und saß diesmal mitten unter den Bauern. Sein Amtsnachfolger Dr. Gernot Ferch hatte diese Hinweise. Wir haben jetzt nach 6 sehr warmen Jahren mal wieder einen richtig kalten Winter. Und interessant wird jetzt, wie der kommende Februar wird, ob der Winter dann nochmal zurückkommt. Wir müssen abwarten, ob wir jetzt nochmal sehr starke Niederschläge kriegen. Wir hatten bisher einen sehr trockenen, also nicht nur kalt, sondern auch sehr trockenen Dezember und auch Januar. Und die Stickstoffvorräte, die im Boden aus dem Winter noch da sind, die sind in viel höherem Maße noch da, als wir das in anderen Jahren haben. Wenn das so bleibt und wir sehr wenig Niederschlag haben, dann müssen die Betriebe das in Abzug bringen. Fazit des Düngetages: Für die Pflanzenbauern Brandenburgs wird es kein einfaches Jahr. Doch zumindest für Getreide und Sommerfrüchte stehen noch alle Möglichkeiten für eine gute Ernte offen.